Ja, Berlin Buch hat natürlich einen Ruf wie Donnersall, kann man sagen. Berlin Buch hat eine fantastische Reputation immer schon gehabt. Die Anfänge waren ja hier in Berlin Buch mit der Gründung der großen Krankenhausstadt. So um 1900 wurden hier in der Größenordnung von 5000 Krankenhausbetten gebaut von einem großartigen Architekten Ludwig Hoffmann, ein der Baumeister des Kaisers. Tolle Architektur, holländisches Barock. Also das war damals schon ein Schwerpunkt der Krankenhauslandschaft Deutschlands in der Kaiserzeit. Dann kam in den 20er, 30er Jahren das Kaiser-Wilhelm-Institut für Hirnforschung dazu mit den sehr bekannten, damals bekanntesten Hirnforschern, wahrscheinlich Oskar und Cecilie Voigt. Das war dann der Beginn der ganz großen Wissenschaftsorientierung hier in Berlin Buch. Das war auch die Zeit dann in den 30er Jahren, als Max Delbrück mit Timofei Fresowski und Zimmer diese berühmte Arbeit geschrieben hat über die Natur der Genmutation und der Genstruktur. Das war der Beginn der molekularen Biologie. Und das war eine großartige Zeit. Dann kam natürlich der Krieg und die Nazizeit und die Schwierigkeiten der Politik, die dann auch im Buch erkennbar waren. Wie Buch überhaupt ein Spiegel der Wissenschaftsgeschichte, aber auch ein Spiegel der politischen Landschaft ist. Kaiserzeit, 20er Jahre, Nazizeit, Nachkriegszeit, 45, großen Umbruch. Dann wurden die Akademieinstitute gegründet in Berlin-Buch. Die Akademieinstitute waren der Biomedizin gewidmet. Das waren wirklich die wichtigsten und größten Referenzinstitute im Osten, aber auch im Westen. Eine Einladung für einen westlichen Wissenschaftler nach Berlin-Buch war sowas der Ritterschlag für eine Einladung nach Ostdeutschland. Also modernste Forschung hier in Berlin-Buch. Ja, und dann kam die Wiedervereinigung. Und dann war das zu Ende. Die wurden dann aufgelöst 1992. 1. Januar 1992 war das Ende der wissenschaftlichen Institute in der DDR. Das war ein großer Schlag und eine schwierige Situation für ganz, ganz viele Wissenschaftler. Und daraus dann was menschlich Akzeptables, wissenschaftlich Gutes in schneller Zeit zu schaffen, war die große Herausforderung. Wir kriegten natürlich sehr großzügige Unterstützung damals auch. Das heißt, wir konnten vieles machen. Aber das dauert natürlich Zeit, bis das dann alles so wird, wie es heute nach 25 Jahren geworden ist.